Hallo lieber Skorpio und herzlich willkommen bei Inbals Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, was im Juni 2024 auf dich zukommen wird. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Okay, Skorpio. Ich höre in meinem geistigen Ohr, höre ich einen Ratschlag für dich. Ja, da kommt eine intuitive Message auf dich zu. Im Juni wird dir dazu geraten, neue Dinge auszuprobieren. Ziehe etwas an, das du normalerweise nicht anziehen würdest. Glitzerhosen, egal. Esse Früchte, die du noch nicht probiert hast. Geh zum Asia Market. Im Asia Market, in diesen asiatischen Läden, findet man allerlei exotische Früchte und Esswaren. Ja, geh und hol dir da diese Frucht da, die du noch nie gesehen hast. Und da gibt es da irgendwelche Nudeln, die gar nicht aus Getreide gemacht, hergestellt wurden, sondern was anderes sind. Hol dir das. Probiere es aus. Hast du schon mal indisch gegessen? Nein, dann geh in ein indisches Restaurant. Bist du schon mal Go-Kart gefahren? Noch nie? Dann tu es. Juni ist der Monat, wo du Neues ausprobieren sollst. Ja, es ist jetzt Zeit, deine Fühler ein bisschen weiter zu strecken, dein Horizont ein bisschen zu erweitern. Es sollte Neues dazukommen bei dir. Okay, es ist jetzt so der Zeitpunkt gekommen, wo alles so ein bisschen genug durchgekaut wurde mittlerweile. Also dein Lieblingsessen, Skorpion, seit wann ist das dein Lieblingsessen? Und seit wann isst du das jeden Monat, jede Woche? Eben, such was Neues. Okay, also der Rat ist hier im Juni definitiv, Neues auszuprobieren. Okay, vielleicht möchtest du deine Haare auf eine ganz andere Art und Weise schneiden oder färben oder stylen. Hast du dir je Zöpfe gemacht? Mach dir Zöpfe. Probier's. Okay, schau mal, was die Karten dir zu sagen haben für Juni 2024, bitte. Fünf der Kelche. Okay, ist die Skorpionkarte. Ja. Das ist die Skorpionkarte, ja, ja, ja. Ja, hier ist eben, gell, die Fünf der Kelche-Karte ist die Karte der Perspektive. Es gibt hier bei Fünf der Kelche gibt es zwei Szenarien. Einerseits ist hier was verloren gegangen und andererseits gibt es hier Neues zu gewinnen. Einerseits hast du hier verkorkste, versaute Freundschaften, okay, die sind zu Ende, die sind fertig, mit denen kann man nichts mehr anfangen. Und andererseits hast du aber auch Leute um dich herum, mit denen du dich sehr gut verstehst. Und eben, die Karte der Perspektive, worauf konzentrierst du dich jetzt? Jetzt, es gibt zum Beispiel sehr oft Menschen, die hier Menschen nachweinen, Herzensmenschen nachweinen, mit denen es nicht geklappt hat und sehen dann dabei nicht, dass das ja dann ein Zeichen dafür ist, dass es eine andere Person sein wird, mit der du dich verstehst. Das ist ein grundlegender Gedanke, jetzt gerade im Liebesleben zum Beispiel. Ich meine, wenn es nicht klappt, dann ist das ja ein Hinweis darauf, dass es eben nicht klappen soll. Dann ist das ja ein Hinweis darauf, dass das Glück woanders liegt. Gell? Und kein Wunder wird dir dazu geraten, Skorpion, neue Früchte zu probieren, neues Essen zu probieren, dich auch mal anders zu kleiden und da auch die Haare mal ganz anders zu stylen. Warum? Weil, ich meine, drei der Kelche umgeworfen, gell? Banane schmeckt dir einfach nicht mehr. Ja. Geh da mal im Asiamarkt. Diese Frucht da kaufen, die du noch nie probiert hast. Es besteht hier die Möglichkeit, dass mit zwei der Kelche diese Frucht deine neue Lieblingsfrucht sein wird. Ja. Der Helmut da, ja, der Helmut, das ist jetzt fertig, der schmeckt dir nicht mehr, ist fertig, ist kaputt. Ja.
Probier mal neue Aktivitäten durchzuführen, ja. Warst du schon mal im Museum, da in diesem Kunstmuseum in deiner Nähe? Warst du mal da? Geh da mal hin, vielleicht ist da der Heinz, mit dem du dich erst recht sehr gut verstehen wirst, ja. Mit dem du Momente haben wirst, die du mit Helmut nie hattest und auch nie gehabt hättest. Das ist auch so ein Grundgedanke, ja, dass man sich einhämmern muss, ja, dann ist man viel entspannter. Manchmal, wenn wir hier zum Beispiel um eine Liebesbeziehung trauern, wenn du hier zum Beispiel darüber trauerst, dass das mit der Helmut nicht geklappt hat, ist dein Beispielname. Wenn du hier zum Beispiel darüber trauerst, dass es mit Helmut nicht geklappt hat, dann musst du aber auch verstehen, dass das, was ihr da hattet, eben das Maximale war. Es ist jetzt nicht so, dass ihr es toller gehabt hättet, wenn es besser gelaufen wäre. Nee, es ist ja eben nicht besser gelaufen, es ist ja schlecht gelaufen. Das ist eben das, was gelaufen wäre mit Helmut. Wir trauern sehr oft um Konzepte. Wir trauern sehr oft um das, was hätte sein können, was aber nie wirklich war. Ja, wenn ich jetzt als Außenstehende mal schauen würde, was da zwischen dir und Helmut gelaufen wäre, dann würde ich dir, was zwischen dir und Helmut gelaufen ist, ja, wenn ich das mal anschauen würde als Außenstehende, ganz objektiv, dann müsste ich dir, Skorpion, sagen, hey, das, was du mit Helmut hattest, das war scheiße. Ja, und dann würdest du mir antworten, ja, aber ich habe mir vorgestellt, wie noch das und das und das hätte passieren können. Und dann müsste ich dir antworten, hattest du aber nicht mit Helmut. Und so wie ich den Helmut sehe, kannst du das all das gar nicht mit Helmut haben. Der ist nicht einmal, der kann das gar nicht. Verstanden? Okay. Sind wir alle am gleichen Punkt jetzt? Okay. Sechs der Kelche. Da kommt was viel Besseres auf dich zu. Ja, so viel besser. Ich habe hier fünf der Kelche, sechs der Kelche. Dazwischen ist ein Ass der Kelche. Probiere neu, 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 neu im Juni. Geh in die Asiamarkt. Asiamarkt sticht am meisten hervor. Diese asiatischen Supermärkte hast du sicher irgendwo in der Nähe. Geh dahin. Schau mal, was es dort alles gibt. Sechs der Kelche, solche Momente da, wo wir jemanden plötzlich antreffen. Dazwischen ist Ass der Kelche, das ist aus heiterem Himmel. Kommt hier plötzlich etwas. Das passiert nicht, wenn wir sagen, ich gehe jetzt auf Tinder und suche da meinen Traummann. Das ist zielgerichtet. Das ist mit Absicht. Das passiert nicht, wenn du da auf die Straße gehst und sagst, so, ich werde jetzt mit allen Blickkontakt aufnehmen und dann, ja, schauen, mit wem ich lieber auf den ersten Blick habe. So passiert das nicht. Das hier passiert, wenn du sagst, hey, warte mal, ich habe von dieser Papaya-Frucht gehört. Wo finde ich das? Im Asiamarkt. Okay, ich gehe da mal hin, diese Papaya-Frucht holen und dann, zack, bumm, steht da jemand vor dir, ja, der dich da so anschaut und das ist Liebe auf den ersten Blick hier mit Sechs der Kelche und du spürst sofort eine Verbindung mit diesem Menschen, ja, mit einer Papaya in der Hand stehst du dann da und hast hier diesen lieblichen Moment mit jemandem aus heiterem Himmel. So funktioniert das. Okay. Geh mal wandern. Hast du schon mal wandern? Geh wandern, geh mal die Bäume und die Natur anschauen. Da steht dann plötzlich jemand vor dir. Ja. Also ich kann es euch sagen, gell, ich hab jetzt seit 2,5 Jahren einen Hund und dementsprechend gehe ich jetzt neuerdings wandern. Dort sind hübsche Kerle. Oh, dort sind hübsche Kerle. Ja. Dort findest du ein. Ah, ja. Also wandern, geh wandern. Dort gibt es viele hübsche Kerle, sage ich dir. Sage ich dir. Ritter der Kelche habe ich hier liegen. Du, siehst du hier Ritter der Kelche? Der Ritter der Kelche ist der, der ganz viele romantische Vorstellungen von der Liebe hat. Wer auch immer diese Person hier bei Sechs der Kelche ist, eine Person, Skorpion, behandelt dich im Juni sehr lieblich, sehr aus dem Herzen heraus, sehr respektvoll, fasst dich mit Samthandschuhen an sozusagen. Dieser Mensch wird dich hier mit Ritter der Kelche dazu bringen, wieder über dein Liebes... Sorry, technischer Fehler. Du wirst hier wieder die Möglichkeit haben, Skorpion, von vorne zu beginnen in Bezug auf deine Tagträume. Weil hier beginnst du mit der Energie,
des Verlustes, was alles verloren gegangen ist in deinem Liebesleben. Du siehst dann hier gar nicht mehr die Möglichkeit für Neues. Aber im Juni eröffnet sich dir hier mit 6 der Kelche die Möglichkeit, hier mit jemandem deine Träume neu wieder aufzurollen, deine Träume neu wieder zu träumen sozusagen. Mit Ritter der Kelche öffnet sich dir dann hier plötzlich wieder all diese Möglichkeiten öffnen sich dir hier wieder, die du hier gerade in Bezug auf die Liebe wieder haben kannst. Okay. Vier der Kelche. Ich habe hier 6 der Kelche hier, 4 der Kelche hier, das macht 10 der Kelche. Weißt du, was wird da passieren? Jemanden hier wird es sehr jucken, dass du hier deine Träume einfach so mit jemand anderem verwirklichen möchtest. Ja, wer auch immer das ist, der die dir hier das Herz gebrochen hat, dein Herz gebrochen hat, mit 4 der Kelche spürt dieser Mensch ganz genau, dass er sie auf und dabei ist, dich an eine andere Person zu verlieren. Ganz viele Scheidewege momentan. Ja, momentan sind ganz, ganz viele an einem Scheideweg, so zwischen alt und neu, alt und neu. Es heißt dann, es gibt dann manchmal Kommentare, ja, es ist wieder das gleiche Thema. Liebe Leute, wir sind als Gesellschaft, sind wir noch lange nicht so individuell, als dass ich hier für jeden Menschen eine individuelle Geschichte hätte. Nee, ich sag's euch ganz offen, es sind immer die gleichen Muster, die durchlebt werden, von allen. Ja? Nee, die schreiben, es ist, oder bei Löwe ist es auch gleich, du siehst ja, wie ich die Karten ziehe, und wir gehen immer als Kollektiv durch gewisse Energien hindurch, ja, Kriege, Luftverschmutzung, dies und das, all das erleben wir ja auch als Kollektiv, und wir machen auch in unserem Privatleben kollektive Energien durch. Du kannst gerne Scheidungsanwälte fragen, wann die meisten Scheidungen stattfinden, die werden dir eine Zahl nennen, die werden dir einen Zeitpunkt nennen, Kann dann der auch sagen, na, du bist so wie der letzte Klient, der wollte sich auch scheiden lassen. Das geht ja, das sind kollektive Energien, und momentan sind viele an einem Scheideweg, und es geht bei vielen darum, ob man beim Alten bleibt oder das Neue nimmt momentan, und eben das, ja, wir sind gesellschaftlich, sind wir alle noch lange nicht so individuell, als dass wir, ja, so individuelle persönliche Geschichten hätten. Ja. Ich meine, ich lege hier Karten. Ich bin aus meinem Job ausgestiegen, lege hier Karten. Ich habe ein ziemlich individuelles Leben, würde ich sagen. Und doch weicht mein Liebesleben nicht wirklich groß ab von dem, was ich hier bei euch sehe. Also so individuell bin ich auch wieder nicht. Wir sind alle Schäfchen. Hör doch auf. Mäh, wir sind alle Schäfchen. Alle Schäfchen. Vier der Kelche, die Vergangenheit wird sich hier durchaus wieder zeigen bei dir im Juni. Ja, ja, Page der Schwerter, dieser Mensch beobachtet hier ganz genau, wie hier jemand auf dich steht, wie hier jemand dich sehen möchte, dich treffen möchte, dich als wertvoll sieht. Ja, siehst du hier Page der Münzen, wie sehr dieser Mensch hier dich mit sehr viel Wertschätzung behandelt, Skorpion. Das beobachtet dieser Mensch aus der Ferne. Ja, und wird hier nochmals in Action treten dir gegenüber. Okay. Es ist viel Action und vor allem bis hierher sehr emotional. Alles Kelchkarten hier. Das ist die Page der Schwerter. Wer auch immer dir dein Herz gebrochen hat, Skorpion, dieser Mensch stalkt dich und beobachtet ganz genau, was in deinem Privatleben vor sich geht. Ja, bekommt es mit. Es würde mich auch nicht wundern, falls dein Umfeld ein bisschen zu viel plappert. Ja, und dadurch dieser Mensch hier mehr als nötig über deine Privatsphäre erlebt. Erfährt, Entschuldigung, ich kann nicht mehr reden, erfährt. Ich werde hier mit diesen Karten, Skorpion, schauen, was hier genau passieren wird, worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier werde ich fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst und was das Gegenüber vor dir versteckt. Und für jene, die hier keinen Kontakt haben, werde ich diese Zeitkarten hier fragen, wann hier der nächste Kontakt stattfinden wird. Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite, und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye, bye.